10 Jahre Pegida in dieser Form wird beendet heute. Pegida, die sich ja vor 10 Jahren gegründet hat, war ja eine richtige Graswurzelbewegung. Pegida hat in den Zeiten, als es zwischen der Grenzöffnung von Merkel und der Corona-Zeit, als es kaum noch irgendwo Widerspruch gab, ein Fenster aufgestoßen, da konnte jeder in Deutschland oder in Europa kommen und seinen Protest äußern. Das ist ein Verdienst, was wir nie vergessen werden, ein bleibendes Denkmal. Was waren für dich die Höhepunkte in den vergangenen Jahren? Wo wurde am meisten bewirkt vielleicht auch? Am meisten bewirkt, das sieht man ja im allgemeinen politischen Sprech, was heutzutage gang und gäbe ist. Wir haben wirklich die Art des Protestes verändert. Wir haben viel erreicht, das sieht man an den AfD-Wahlergebnissen. Es wird über Sachen gesprochen, über die vorher nie gesprochen wurde. Wir sind wirklich in die Köpfe der Menschen eingedrungen, denke ich, das haben wir ganz gut hinbekommen. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, wir sind da an der Grenze angekommen, eben, wie gesagt, neue Strategien, neue Projekte zu entwickeln, um diesen Erfolg noch weiterzutragen. Pegida, die sich ja vor 10 Jahren gegründet hat, war ja eine richtige Graswurzelbewegung, die letztlich auch maßgeblich, glaube ich, auch für ein Bewusstsein gesorgt hat und auch für den Wahlerfolg der Alternative für Deutschland in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg einen ordentlichen Anstoß gegeben hat. Und da ist viel erreicht worden. Und so gesehen ist ja jedes Ende, das jetzt einmal auf der Straße beendet wird, auch ein Neuanfang. Ich wollte unbedingt den Tag heute mitnehmen. Ich halte ja zu den Männern, die mit ihrer Person, mit allem, was sie haben und besitzen, patriotisch eintreten und standhaft geblieben sind. Es ist ja nicht immer einfach, die sind ja verfolgt worden. Ja? Und das liegt mir am Herzen. Ich bin ja die ganzen Jahre mitgegangen. Also so gesehen ist das ja kein Ende, sondern nur das Ende der laufenden Spaziergänge. Aber das Thema bleibt, ja, und auch die Persönlichkeiten bleiben und werden das Thema weiter vorantreiben. Und das Thema Islamisierung war eine wesentliche Triebfeder von Pegida. Wie bewerten Sie da aktuell die Lage? Ist es akuter, gefährlicher geworden oder hat sich auch durch Pegida das Thema beruhigt? Konnte der politische Islam eingefangen werden, sage ich mal? Naja, der radikale politische Islamismus ist in Europa vorhanden und wir haben durch verfehlte Zuwanderungspolitik, durch eine Politik der offenen Grenzen, wo man leider nicht nach dem australischen Modell No Way agiert hat, viele, viele Menschen hereingelassen, die hier auch Parallel- und Gegengesellschaften begonnen haben zu gründen und zu entwickeln. Und das vor allen Dingen im Westen Europas. Schauen wir nach Großbritannien, schauen wir nach Frankreich, aber leider auch in Deutschland und auch die letzten Jahre und 10 Jahre, wo viele Attentate der Fall gewesen sind, als Mahnmal auch für diese Entwicklung. Mannheim als ein Beispiel mit Michael Stürzenberger, was da Dramatisches passiert ist und wo er Opfer geworden ist und auch ein Polizeibeamter. Also das sind alles Entwicklungen, wo Bewusstsein geschaffen wurde, aber wir noch lange nicht am Ziel sind. Was sind die Höhepunkte von Pegida gewesen aus Ihrer Sicht? Für mich war es der Beginn der Bewegung, in dem zum ersten Mal eine Organisation, sage ich jetzt mal, auf diese Islamisierung hingewiesen hat und auf die Folgen der Islamisierung, die ich selber auch schon sehr lange erkannt habe. Aber ich stamme zwar aus Thüringen, aus dem Osten, aber ich bin ja jetzt im Westen gelandet, die im Westen zum Beispiel überhaupt nicht wahrgenommen wurde, die Gefahr der Islamisierung. Und dafür bin ich Pegida unendlich dankbar. Sie haben dieses Problem in das Bewusstsein der Bevölkerung gedrängt, denn es wurde darüber berichtet. Auch wenn sie viel Gegenwind bekommen haben, dennoch ist es irgendwie angekommen. Pegida hat in den Zeiten, als es zwischen der Grenzöffnung von Merkel und der Corona-Zeit, als es kaum noch irgendwo Widerspruch gab, ein Fenster aufgestoßen, da konnte jeder in Deutschland oder in Europa kommen und seinen Protest äußern. Das ist ein Verdienst, was wir nie vergessen werden, ein bleibendes Denkmal. Welchen Einfluss hat Pegida auf die AfD gehabt und auch auf die Gewinne der AfD, auf die Erfolge der AfD? Ja, das ist, Pegida kann schon zu Recht sagen, dass sie beigetragen haben zu den Erfolgen der AfD, weil diese Erfolge nie isoliert durch einen Parlamentsbetrieb, durch eine Parlamentspartei zu erreichen sind oder erreichen wären, sondern nur entstehen durch das Zusammenwirken von Partei und Umfeld, was man Vorfeld nennt. Und da hat Pegida eben Vorarbeit geleistet.
den Boden vorbereitet, auch für uns in Brandenburg. Wir waren uns immer dessen bewusst, dass wir als AfD isoliert unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Unsere Aufgabe ist eine historische Aufgabe, Deutschland als Nationalstaat, das deutsche Volk zu erhalten und wo nötig wiederherzustellen. Und das geht nur im Zusammenwirken mit einer breiten Volksbewegung, mit dem Umfeld, mit dem Vorfeld. Da war Pegida Vorreiter, das war uns immer bewusst. Und deswegen hat Pegida auch dort bleibende Verdienste um die Entwicklung und Erfolge der AfD erworben. Was hat denn Pegida aus Ihrer Sicht verändert in den vergangenen 10 Jahren? Ja, es wurde erstmal drüber geredet, über das Thema, was ja sonst gerne weggeschwiegen wurde. Ne? Und liebe Freunde! Und wir haben uns immer mit unseren Freunden getroffen, die gleichgesinnt wurden. Und der Kreis, denn hier, ich meine, das waren vorher auch schon unsere Freunde, aber das sind keine dummen Leute und das sind auch keine faulen Leute gewesen. Das sind Ärzte, Diplom-Ingenieure, Facharbeiter und alles sowas. Ne? Und das, was hier immer berichtet wurde von der Presse, das war ja falsch. Ich habe es ja selber erlebt, ich war ja hier, was am nächsten Mal in der Zeitung stand, hat einfach nicht gestimmt. Ne? Welche Rolle spielen insgesamt die alternativen Medien wie der Deutschlandkurier aus Ihrer Sicht für Pegida, auch für die AfD, dafür, dass es in der Bevölkerung, im Volk diskutiert wird? Also diese Reichweiten von euch sind natürlich gigantisch und die müssen wir natürlich auch nutzen, weil die Staatsmedien natürlich uns beschneiden, nichts über uns berichten, uns totschweigen. Und darum bin ich froh über jeden, der im Netz was macht, über jeden, der wie ihr sich auf der Straße bewegt und die Leute formulieren lässt, was hier die Probleme in diesem Land sind. Und ich bin stolz darauf, dass es den Deutschland Kurier gibt und werde euch auch immer weiter unterstützen, das ist ganz klar. Ich finde super, dass Pegida 10 Jahre durchgehalten hat, dass sie sich nicht einschüchtern lassen haben, dass sie wirklich immer auf die Straße gegangen sind, für ihre Rechte eingestanden sind. Und das ist für mich das Highlight, einfach diese Ausdauer so lange durchzuhalten. Und ich finde es jetzt ein schöner Abschluss, dass sie sagen, ja, wir ziehen uns erstmal zurück und hoffen, dass Deutschland sich endlich wandelt. Und wir haben beschlossen, dieses Format nach 10 Jahren und 250 Veranstaltungen mit dem heutigen Tage ausklingen zu lassen, aber wir werden zurück sein mit neuen Formaten in gar nicht allzu ferner Zukunft, an denen wir hart gearbeitet haben und noch hart dran arbeiten, um die politische Landschaft weiterhin so zu verändern, wie wir es 10 Jahre erfolgreich geschafft haben. 10 Jahre Pegida in dieser Form wird beendet heute. Wir haben neue Formate, die dann ab Januar, vielleicht auch erst Februar kommen werden. Das Format dieses Straßenprotestes allerdings hat sich über die 10 Jahre natürlich etwas, sind es zu wenig Leute geworden. Deswegen haben wir uns entschlossen, was Neues zu versuchen. Wir werden damit wieder, wie damals mit Pegida, bahnbrechend sein. Haben wieder gute Ideen, haben gute Partner dafür auch gefunden. Und ich denke, das wird die politische Landschaft noch einmal durcheinander rütteln, so wie es Pegida getan hat.